In diesem Video erkläre ich dir, wie du das Quartil berechnen kannst. Moin moin zusammen, heute wollen wir das Quartil berechnen, was nichts anderes ist als das Quantil, nur ein anderes Wort dafür. Und wenn ich ein Quartil berechnen möchte, muss ich mich fragen, was für ein Quartil brauche ich denn? Brauche ich das 0,75, also das 75% Quantil, das 25% Quantil, weil ich eben den zentralen Quartilsabstand haben möchte? Möchte ich das 0,5, also das 50% Quantil haben, weil ich den Median haben möchte, weil das eben dasselbe ist? Oder möchte ich einfach irgendein bestimmtes Quartil berechnen? Was auch noch ein weiterer Faktor ist, ist natürlich, habe ich klassierte, gruppierte oder einfache Datensätze. Hier habe ich klassiert, hier habe ich gruppiert, hier habe ich einfach einen Unterschied, wie ich den erkenne, habe ich ein Video zu, ist in der Beschreibung und auf meinem Kanal. Fangen wir zuallererst an mit klassiert. Hier sehe ich schon, zwischen 0 und 20 Euro haben 32 Leute ausgegeben, zwischen 20 und 40 Euro 96 Leute und zwischen 40 und 60 Euro haben 26 Leute Euro ausgegeben beim Einkauf diese Woche. Und ich möchte jetzt bei mir jetzt wissen, hey, was ist denn das 75% Quartil? Und bevor ich dann damit loslege, muss ich natürlich, das habe ich eben auch hier schon gemacht, alles der Größe nach sortiert haben. Und zwar nach dem X-Wert, also der Merkmalsausprägung. Also die Einkäufe müssen sortiert sein, das Fitness pro Woche muss richtig sortiert sein, der Größe nach, und die Noten auch. Kommen wir zurück zur Berechnung bei den klassierten Daten. Hier habe ich eine Formel, die kann ich verwenden, um eben das Quartil zu berechnen. Hier sehe ich schon X-Alpha, also schreib hier hin, welches Quartil oder Quantil du haben möchtest. 0,75 oder 0,25 oder 0,8, was auch immer ihr haben wollt, schreibt ihr dahin. Und dann muss ich das hier alles einsetzen. X-Untergrenze der Klasse plus, Klammer auf, X-Obergrenze der Klasse minus unterer Wert der Klasse, Klammer zu, mal mein Alpha, also welches Quartil oder Quantil ich suche, minus groß FJ minus 1 geteilt durch FJ. Gut, klären wir erstmal die ganzen Sachen. Als allererstes muss ich herausfinden, in welcher Klasse ich überhaupt bin, weil diese Werte in der Klasse, wo ich arbeite, die muss ich da sauber einsetzen. Also ich möchte jetzt in dem Beispiel jetzt hier die 0,75, also das 75% Quantil haben. Was mache ich? Ich brauche als allererstes klein FJ und groß FJ, weil damit finde ich das Ganze. Hier habe ich HJ, das ist die absolute Anzahl der Teilnehmer in der Statistik. Also hier sind 32 Leute drin in der Klasse, 96 in der Klasse und 26 in der Klasse. Jetzt möchte ich mein kleines FJ berechnen, das ist die relative Häufigkeit der Klasse. Das heißt, ich mache die 32 hier, geteilt durch die 154 und dann komme ich eben auf 0,21. Das heißt, in dieser Klasse sind 21% der kompletten Datensätze oder der Befragung enthalten. Selbe wieder hier, 96 durch 154 ist 0,62 und 26 geteilt durch 154 ist 0,17. Und dadurch habe ich die relative Häufigkeit der jeweiligen Klasse. Und nun verwende ich das Ganze, um Groß FJ zu bilden. Groß FJ ist die kumulierte relative Häufigkeit. Was heißt das? Das ist aufeinandergerechnet, summiert. Ich frage mich, okay, von Anfang an, erste Klasse, wie viele sind in der ersten Klasse drin? Ja, 21%. Alles klar, also 0,21. Bei der zweiten, ich muss ja kumulieren, ich muss summieren, frage ich mich, hey, was ist in der ersten und in der zweiten Klasse drinnen? Ja, dann mache ich einfach die erste, die relative Häufigkeit, plus die zweite relative Häufigkeit und dann komme ich eben auf 0,83. Das heißt, in der ersten und der zweiten Klasse sind 83% meiner kompletten Datensätze enthalten. Und beim letzten, bei mir in dem Beispiel sind es 3, wenn du 4 hast, musst du es natürlich dementsprechend weitermachen. Aber da ist es die erste plus die zweite plus die dritte und das ergibt logischerweise 1, weil ich dann alle Datensätze abgedeckt habe. Mit diesem Groß-FJ habe ich schon gesagt, finde ich jetzt endlich meine Klasse. Yes! Also, was muss ich tun? Ich gehe her, habe mein Quantil oder Quartil, was ich berechnen möchte, mal aufgeschrieben und suche das nun bei Groß-FJ. Gehe in die erste Klasse rein, schau, ist da 0,75
20%. Sehe ich schon. Nein, sind sie nicht. Hier sind 21%. Also muss ich in die nächste gehen. Gehe ich weiter. Sehe, 0,83. Da sind meine 75% enthalten, weil das sind ja 83%. Das ist ja sogar mehr enthalten, als ich eigentlich brauche. Und darum bin ich jetzt in dieser Klasse und ich markiere mir die. Und die ist jetzt meine Hauptklasse. Die benötige ich jetzt halt dauerhaft, um diese Formel auszufüllen. Also gehe ich her. Die Klasse, die ich markiert habe, das ist er jetzt, der Schlingel, den ich brauche. 20 ist unterer Wert der Klasse, plus, Klammer auf, oberer Wert der Klasse ist 40, minus unterer der Wert ist 20, Klammer zu, mal die 0,75, logisch, weil ich suche das 0,75, also 75% Quantil, minus groß FJ minus 1. Und das ist jetzt ein tricky Punkt. Ihr habt euch das hier sauber markiert. Ich sage dann immer liebevoll der Wert oben drüber vom Groß FJ einfach. Weil wir sind in der ersten Klasse hier, hier ist zweite, hier ist dritte. Wir sind gerade in der zweiten Klasse. Wenn ich die zweite Klasse minus, was auch hier steht, minus 1 rechne, komme ich zur ersten. Also brauche ich das Groß FJ der ersten Klasse, also der vorherigen bzw. der oben drüber. Und darum kommt diese 0,21 auch hier eingesetzt rein. Und dann ist das Ganze geteilt durch FJ klein und da bin ich ja wieder in meiner Hauptklasse, die ich mir markiert habe und da ist es 0,62. Das setze ich sauber ein und rechne es aus und schon habe ich ein 75% Quantil von 37,39 Euro. Möchte ich das Ganze nun für x 0,25 machen, mache ich auch wieder dasselbe Spiel, ich suche erst die 25. Hier ist 21, damit nicht enthalten. Ah, da ist er enthalten. Also auch für die Berechnung ist das hier meine Hauptklasse. Das muss nicht immer sein. Es hätte auch die hier sein können, wären jetzt hier 0,25 gestanden. Ne? Aber in dem Fall ist es jetzt die hier. Und ich muss wieder einsetzen. Untergrenze plus Obergrenze minus Untergrenze, Klammer zu, 0,25, weil ich das 25% Quantil suche, minus das große FJ der vorherigen Klasse. Aha, das ist die vorherige, die niedrigere, geteilt durch dem FJ, wo ich gerade bin. Und schon habe ich jetzt hier ein 25% Quantil von 21,35. Mit den zwei Bad Boys könnt ihr jetzt auch den zentralen Quartilsabstand berechnen. Video bei mir im Kanal, einfach nachschauen. Das ist es, wenn ihr klassierte Datensätze habt. Hier habe ich jetzt aber gruppiert und einfache Datensätze. Und da ist es ein bisschen tricky, aber nicht schlimm, erkläre ich. Um das Quantil zu berechnen, also das Alpha-Quantil oder was ihr dann eben sucht, gibt es zwei Optionen. Und darum braucht ihr immer eine Nebenrechnung zuallererst. Und zwar, falls n mal Alpha nicht Element der natürlichen Zahlen ist, braucht ihr die Formel. Falls n mal Alpha Element der natürlichen Zahlen ist, braucht ihr diese Formel. Klären wir erstmal n mal Alpha. N ist die Anzahl der gesamten Datensätze, die ich habe oder Personen, die ich befragt habe. Ich habe hier 47 Leute befragt und darum habe ich N 47. Hier habe ich drei Studenten heimlich auf ihr Notenblatt geguckt und habe dadurch ein N von 3. Alpha ist klar, da muss ich einfach das Quantil einsetzen, was ich suche. Und jetzt Elemente natürlichen Zahlen. Damit kommen immer viele durcheinander. Elemente natürlichen Zahlen bedeutet einfach nur, dass ihr keine Kommazahl drin habt. Dass ihr eine schön saubere Zahl habt. In dem Fall legen wir doch mal los und sagen, okay, ich suche das 75% Quantil. Was mache ich also? Ich mache mein N, die 47, mal das 0,75 und rechne aus. Und dann sehe ich 35,25. Ha, das ist nicht Element der natürlichen Zahlen, das ist eine Kommazahl und darum brauche ich die erste Formel hier. Was mache ich also? Ich lege direkt los, ich schreibe hin x für x, da kommt noch nichts rein, Klammer auf, n mal Alpha, also mache ich meine Nebenrechnung hier unten nochmal rein und das Ganze dann nochmal plus 1. Und darum kriege ich raus x 35,25. Diese Zahl müsst ihr jetzt einfach nur abrunden. Egal welcher Wert da rauskommt, da muss eine gerade Zahl jetzt draus werden und darum runden wir immer ab. Darum wird es zu x 35. Und jetzt kommt der Trick, was ich eben gemeint habe, ihr müsst es der Größe nach sortiert haben. Ihr sucht jetzt die 35. Person oder den 35. Datensatz der Größe nach sortiert und der Wert, den dieser Datensatz oder diese Person inne hat, also welche Merkmalsausprägung, das ist nun das Quantil. Das 75% Quantil.
Also gehe ich her und suche den 35. Alles klar? In der ersten Gruppe hier, da sind ja 25 Leute, die gehen nur einmal die Woche ins Fitness. In der zweiten Gruppe gehen 17 Leute zweimal die Woche Fitness. Und dann rechne ich 25 plus 17, das ist 42. Und dadurch merke ich, ich suche ja gerade den 35. Wert. In der ersten Gruppe sind nur 25. Wenn ich aber die beiden zusammenrechne, komme ich über 35. Und dann merke ich, aha, der 35. Datensatz oder die Person ist in der zweiten Gruppe und darum ist mein Wert für die zweite Gruppe, ist ja zweimal die Woche Fitness, also 2. Machen wir das ganze Beispiel weiter für das 25% Quantil. Was muss ich hier machen? Wieder meine Nebenrechnung. N47 mal 0,25. Komme ich auf 11,75, auch wieder nicht Element der natürlichen Zahlen, alles klar, obere Formel, ich setze wieder sauber ein, plus 1 nicht vergessen, habe x 11,75, muss abrunden, komme auf x 11 und suche die 11. Person wieder der Größe nach sortiert. Hier sind 25 drin, alles klar, die 11. Person ist hier also drinnen, also ist hier das 25% Quantil, die 1 und zwar einmal die Woche ins Fitness. Jetzt habe ich hier das ganze Beispiel mal gemacht. Wenn ihr das 0,851 Quantil berechnen wollt und da bei der Nebenrechnung kommt jetzt raus 47 mal 0,851, komme ich gerundet auf 40. Und 40 ist Element der natürlichen Zahlen, weil da ja kein Komma drin ist. Und dadurch brauche ich jetzt die untere Formel hier. Wie man hier sieht, 1/2, ganz normal hingeschrieben, mal Klammer auf, auch wieder dasselbe Spiel. X hinschreiben, nicht anfassen, nur ausfüllen, was in der Klammer ist, n mal Alpha und auch wieder hier plus x, nicht anfassen, Klammer auf, n mal Alpha plus 1 hinschreiben und dann ausrechnen. 1/2 und dann habe ich x40 und x41. Und nun muss ich wirklich nur einsetzen, das sind wieder Platzhalter und sagen mir, suche mal den 40. Rechne ihn plus den 41. und mache das Ganze mal 1/2. Also gehe ich her, schau, 25, nee, nicht enthalten, aha, hier ist das Ganze 17, zusammen ergeben die 42, ich suche 40 und 41, also sind die beide in der zweiten Gruppe, haben jeweils eine Merkmalsausprägung von zweimal die Woche ins Fitness, also muss ich einsetzen 2 plus 2 und dann kommt eben raus, zweimal die Woche Fitness ist das 0,851 Quantil. Machen wir das bei einfachen Datensätzen. Jetzt wiederholt sich das Ganze wieder, weil es dasselbe Spiel ist. Ich mache meine Nebenrechnung. Ich suche 0,75% Quantil. Also setze ich ein. Nebenrechnung ist nicht natürliche Zahl. Alles klar, nehme die obere Formel. Einsetzen, ausrechnen. X 0,325. Das brauche ich nicht. Ich brauche eine gerade Zahl. Darum runde ich ab. X 3. Der dritte Wert der Größe nach sortiert ist 2,4. Selbe Spiel bei 25% Quantil. Also ausgerechnet 3 mal 0,25, weil drei Leute sind ja in der Statistik, ist gleich 0,75. Bringt mir nichts. Weil es Element der natürlichen Zahlen ist, also brauche ich die obere Formel. Mache das Ganze wieder eingesetzt. Rechne aus. Habe X 1,75. Ich brauche eine gerade Zahl, also wird abgerundet, also brauche ich x1 und der erste Wert ist eben die Note 1. Dann habe ich das ganze Beispiel natürlich auch nochmal gemacht. Falls n mal Alpha Elemente natürlich in Zahlen ist, also suche ich das 33% Quantil. 3 mal 0,33 ist 1, 1 ist Element der natürlichen Zahlen, kein Komma, alles klar, untere Formel. Ich setze wieder ein, rechne aus, möchte den ersten und den zweiten Wert haben, alles klar. Erster ist die 1, zweiter ist 1,7. Einsetzen, ausrechnen, meine Güte, das 33% Quantil ist 1,35. Nochmal kurz und knackig, Quantil, Quartil, was ist zu beachten bei klassierten Datensätzen? Dass ich mein kleine FJ und Groß FJ brauche, um herauszufinden, was ist meine Hauptklasse und es dann in die Formel einzusetzen. Bei gruppiert und einfachen Datensätzen muss ich erst die Nebenrechnung machen, n mal Alpha, und an der merke ich, welche von den beiden Formeln ich brauche. Und dann rechne ich immer erst aus und finde dadurch den Wert oder die beiden Werte heraus, die ich mir aus den Datensätzen nehmen muss, um dann eben das Ganze zu berechnen. Falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre auch eine super Unterstützung, ist nur ein kleiner Klick. Fragen gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten habe ich dazu noch 1000 Beispielvideos auf meinem Kanal. Schau einfach dabei, Alpha-Quantil, Quartil, wie auch immer. Ich habe es immer anders genannt. Dann verstehst du es bestimmt.
Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.